Leute, guckt euch mal dieses Schlachtfeld an. Wir haben jetzt original eine Stunde hier gebastelt. Fred Kotowski, kennt ihn ja, Legende vom Plauer See. Moin! Wenn ihr das Eisangelvideo gesehen habt, dann wisst ihr, was hier nur ansatzweise für Fische rumschwimmen. Das war noch ein kleiner, weil hier gibt es nämlich richtige Riesen. Richtig. Was heißt richtige Riesen? Ja, also zwei meiner Gäste haben schon über 1,30 Meter gehabt. Also die Wahrscheinlichkeit, sowas zu fangen, ist gering, aber 1,15 Meter, 1,20 Meter sind durchaus drin. Dafür braucht man aber dann wahrscheinlich große Köder. Ja, wo wir zum Thema kommen, Leute, pass auf. Ich sag so, Victor, bring große Köder mit, aber Victor neigt ja leicht zur Übertreibung und das ist das Resultat. Also, er sieht vielleicht ein bisschen überdimensioniert aus am Anfang, aber Leute, wir haben ja schon mit 60er Ködern Hechte gefangen, Meterhechte, weil wir wollen ja keine Meterhechte, wir wollen 1,30 Meter. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, will ich einen Weltrekord fangen. 1,40 Meter wäre geil oder irgendwie sowas. Also, ihr seht wirklich, das ist ausgeklügelt, mega geil. Glaubst du, das klappt? Ich bezweifle das, aber das Angeln. Aber es ist nicht unwahrscheinlich. Ich meine ganz ehrlich, ein Freiwasserhecht. Nein. Wenn wir beim Schleppangeln machen, angeln wir auch mit 30 bis 40 cm Gummis und warum nicht, ne? Neugier, Revierverhalten, Wahrscheinlichkeit ist gering, aber wenn, wäre es geil, ne? Wir angeln natürlich parallel noch jetzt mit anderen großen Ködern. Wir wollen natürlich auch wirklich realistisch was fangen. Ich würde sagen, gehen wir runter zum Steg. Da wartet nämlich schon Muri seit einer Stunde und trabbelt mit den Füßen. Stunde? Ja, aber, was? Zwei Stunden? Ja, jetzt gut über eine Stunde. Gut, dann würde ich sagen, keine Zeit verlieren. Los geht's. Ey, das Einzige, was mich immer nervt, ein bisschen an Victor, ist, dass wir es jetzt mittlerweile 11 haben und wir wollten um 9 auf dem Wasser sein. Und was kann man anderes machen, außer seine Köder anschauen und wieder auf Victor warten. Aber, da Victors Geburtstag heute ist, sind wir ein wenig gnädig mit ihm und lassen das heute mal ausnahmsweise durchgehen. Geil! Ja, komm, jetzt, zack, halb eins. Halb eins. Wir sind so gut vorbereitet, Leute. Ich hoffe, das klappt jetzt alles so, wie wir uns das vorgestellt haben. Halbe Stunde angeln. 1, 2, 3, 1,30er rausbomben. Mittagessen. Fertsch. Super, ich bin gespannt. Ja, ich auch. Ey, wenn sich das nicht lohnt, Leute, dann war das echt ein mega Fail. Aber wenn es klappt, überlegt man nur dieser Gedanke, wenn es klappen sollte, wir werden alle berühmt und reich werden. Victor, Happy Birthday. Jeder Fisch, den ich heute fange, geht auf dich. Supi. Aber mit Gesang. Mit Gesang, natürlich. Und ich darf mir das Lied wünschen? Natürlich. Okay, ich wünsche mir Fred vom Jupiter, Fred vom Jupiter, da, da, da. Die beide singen, der Traum aller Frauen. Der Traum aller Frauen. Gucken wir mal, wie das Ding hier einfach mal läuft. Es läuft ein bisschen besser als eine grüne Gurke. Also jetzt gerade, wenn ich ihn so da an der Oberfläche schwimmen sehe, glaube ich, wird es schwierig, weil die auf 9 Meter stehen, die Hechte. Aber ich weiß, dass wir um eine ähnliche Jahreszeit, einen Monat später, mal beim... Ich finde, wer wagt, der gewinnt. Und hattest du schon mal jemanden auf dem Boot, der so einen wunderschönen großen Köder geangelt hat? Nein. Also, ich bin auch begeistert. Die Idee an sich ist ja gut. Und ganz ehrlich, er ist das Geburtstagskind. Also, richtig. Selbst wenn er keinen fängt, wird er einen fangen, weil wir ins Wasser springen und ihn einem dranhängen. Ich sag mal so, Maximilian Murawski zu zitieren, wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Was hat der, wo hat er das Meme gelesen? Alter! Stand es auf der Supreme-Seite oder was? Also was wir jetzt gemacht haben, weil es hat so viel Auftrieb gehabt, das Ding. Wir hatten schon überlegt, Wasser reinzumachen, damit es runtergeht. Aber dann wäre es dann so schwer geworden. Und wir haben jetzt nicht genug Blei mit, um das so zu beschweren, dass es wirklich nach unten geht. Jetzt haben wir so viel Schnur rausgelassen, dass er tatsächlich jetzt unter Wasser ist. Guckt es euch an, die Blinker hier. Die ist fast schon so gebogen, als ob ein Fisch dran hängt. Ja, auch kurz vorhin mal kurz versucht, das reinzukurbeln. Allein schon das ist schon fast unmöglich. Also wir angeln hier auf Maschinen. Chance ist 0,05137%, aber wenn, stellt es euch bitte nur einmal vor, dieser Fisch mit so einem Maul. Weil wir dich so gern haben und du
du so oft und gerne Mega sagst, haben wir uns heute überlegt. Für jedes Mega, was du sagst, trinkst du einen kurzen. Mega! Bitteschön! Aber ihr müsst mittrinken, wenn ich dieses Wort mit M-E-G-A sage. Ey, jetzt habe ich Victor gar kein Bier rausgegeben. Prost, Prost. Conny! Jetzt wird er wieder zickig. Ja. Leute, ich wollte euch nur mal kurz zeigen hier, wa? Weil die einmal rumheulen, ich habe es genauso abgepasst, dass es passt. 11, 12, 13. Also 11 Uhr. Perfekte Beißzeit. Ja! Oh! Ha. Alter! Endlich! Ich habe wieder nur Fred schreien gehört. Und dann wusste ich. Wenn ihr immer nicht aufpasst. Ich muss einfach reagieren. Wenn du was sagst, dann weiß ich, dass. Wenn ich nicht höre, dann knallt's. Was würdest du sagen, ist er noch dran überhaupt? Ist er überhaupt noch dran? Ja, irgendwie fühlt sich das. Nee, gerade kommt er mit. Haben wir einen Kescher? Ja. Ah, geil. Ist da überhaupt noch was dran? Ja, da ist noch was dran. Aber ja. Was ganz Kleines. Ist doch egal, aber frisch. Frisch. Och, Gott, das ist ja süß. Nein, Murat! Und dann verkackt er ihn! Dein Ernst? Murat Aslan! Ich hab nicht verkackt. Du bist hier nicht zu Hause, kannst nicht machen, was du willst. Ich hab nicht verkackt. Krieg ich jetzt Ärger? Ja, also Murat hat's verkackt. Nee, ich haben wir einen Biss auf diesen riesen Köder. Nein, Spaß. Aber es macht ja Mut, weil ich hab. Und es haut auch hin mit der Beißzeit. Ja. So wie ich es prognostiziert habe. Fred wollte es nicht glauben, aber es ist so. Richtig bravourös verkackt hat er ihn, ne? Nee, ach du, und bist mit dem Kescher dran gekommen, habe ich doch genau gesehen. Ja klar, du hast so gekechert. Weißt du, ne? Mit deinen Ausreden. Welche Ausreden? Ich bin sprachlos, das ist immer das Gleiche. Wenn du mit Teenagern diskutierst, bringt nichts. Fred hat gesagt, was für einen Köder ich nehmen soll, welche Farbe. Und es stimmt immer wieder, was er sagt. Also, das danke war Fred. Genau. Beim Keschern kannst du dir ein bisschen mehr Mühe geben. Aber noch 10 Meter vom Kescher weg. Wir haben hier überall Fischbewegungen. Wir haben hier vorne einen Durchgang. Hier geht die Kante hoch. Vorne bei uns im Bereich. Sollten mal ein paar Hechte stehen und hoffen, dass noch einer aktiv ist. Ich bin gespannt. Entweder wird es extrem depressiv oder wenn der Einschlag kommt, dann wird die Euphorie sehr groß. Dafür müsst ihr, wenn ihr einen großen Fang, müsst ihr uns Bescheid sagen. Ich glaube, jeder Promi sucht die Ruhe auf dem Wasser, aber auch nur Victor wird auf dem Wasser erkannt. Danke, geht's dir. Holt mal raus. Ja, auch. Ciao. So, Muri, bist jetzt mal fertig. Das dauert und dauert und dauert. Nein, Spaß. Hast du schon ein bisschen? Ich bin richtig, richtig stolz auf Murat, dass er sozusagen hier so fleißig ist. Heute ist dein Geburtstag. Stimmt, ja. Wusstet ihr eigentlich, dass Victor heute Geburtstag hat? Ja! Lass doch mal singen! Wir fangen jetzt Barsche. Bisschen suchen, und wenn die Jungs sich ordentlich anstellen, fangen wir auch Barsche. Carsten, tut mir leid, die habe ich mir gerade gekrallt. Was ist das? Die neue Barsch-Reiseroute im Packmaß von 55 cm in 4 Teilen mit einem Wurfgewicht von 5 bis 25 Gramm. Aber weißt du, was ich glaube? Ja. Kann es sein, dass sie sogar Packmaß ist für Sandgepäck? Ja, ist, glaube ich. Okay, weil ich hatte meine Reiseroute, die ging nicht ins Sandgepäck, weil sie eine 60er Höhe hatte. Das wäre geil. Aber guck mal, hier ist ja, also der 55, ohne unter 60 darfst du ja rein. Klar. Aber 60, 15, 30. Super. Flugzeug. Ja. Perfekt. So, jetzt geht's los. Also, wenn ich die Jacke ausziehe, heißt es Barschzeit. Heißt das so? Ja. Noch nie mitbekommen? Noch nicht bewusst auf jeden Fall. Okay, mal drauf achten. Jedes Mal, wenn die Jacke ausgezogen wird, dann. Okay, wenn das so ist. Heißt es pure Eskalation. Ja, aber Gott sei Dank zwei Jacken an. Also wenn das jetzt nicht klappt, dann sieht es auch noch aus. Muss ich auch steigern können. Wir haben jetzt so 2,5 Stunden geschleppt. Beste Beißzeit, nichts gebissen. Nicht mal auf den großen. Was ich ja gedacht hätte, dass der eskaliert.
Deswegen werden wir jetzt Folgendes tun, nämlich was, Fred? Wir zuppeln jetzt Barsche. Also er nennt es zuppeln, wir nennen es kloppen, eskalieren, Monsterbarsche. Oder, Muri? Oh, ja, die Tonne wird vollgemacht jetzt erstmal. Also Fred hat gerade einen Barschwamm gefunden, aber auf dem Sightseeing Echolot gesehen, dass da ein Hechtstand groß ist. Den will ich natürlich mir ein bisschen lieber holen jetzt erstmal als die Barsche. Und das will ich auch tun. Und danach steige ich mit beim Barschangeln ein. Deswegen habe ich das schon gesagt, da vorne sind sie gesprungen. Hast du jetzt Kopfhorn oder was? Hier war es ungefähr. Ja. Können wir hier ankern? Aber ich meine, ich kenne eigentlich nicht so, dass die so alleine ja. Oft kommen die ja dann so mehrere hoch, ne? Aha. Aber das war wieder kein kleiner Ding. Hört ihr das? Die Möwen lachen euch aus. Oh, 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 schöne. Schön, yeah! Nein! Ey, nix, sag mich schon wieder verkackt. Ich hab nicht verkackt. Schon wieder verkackt. Ich hab ihn schonend released, nennt man das. Also Murat wirklich langsam reicht. Also langsam muss ich mal wirklich sagen. Nur der Unterschied ist, ich fange die Fische, die fangen ja keiner. Du machst unsere ganze Produktion kaputt. Ja, aber hat sich nicht gelohnt. Der war ja nicht groß. Nö. Der war ja noch nicht mal 50. Nee. Er ist ab 50. Guck mal hier, Fred. Hier. Der holt die raus. Was für eine Grennern. Lass uns wieder runterfahren, wo die guten sind. Das Ding ist halt, ich will mit den kleinen Fischen nicht gesehen werden. Yes! Zack! Gleich mach ich erst mal Barsch, Leute. Yeah! Boah, ein guter. Also halbwegs gut, will ich schon sagen. Oder? Fred? Oh, das ist immer ein schöner, ne? Wow. Also ich würde sagen, ist schon. Das ist der größte Barsch heute gewesen. Schon eine schöne Größe und das Gute ist, bei uns überlebt der Barsch und nicht so wie bei anderen, dass alles abgeknüppelt wird. Schön, ne? Alter, was ist das? Wow! Ja, wow, oh, Alter! Wow! Ich auch Haken aufpassen, ne? Ja, wow! Wir waren ja vorne oben, da waren nur die kleinen, deswegen habe ich gesagt, fahren wir hier nochmal her, weil wir in letzter Zeit immer gute Barsche bei hatten. Oh. Yippie! Na, Fred, hast du mal so einen großen Barsch hier in dem Tüppel gesehen? Nein! Ich muss sagen, ich habe mir richtig entschieden. Zwei Würfe, zwei Fische und jedes Mal größer. Und der nächste Wurf, Leute, da müsst ihr ein neues Objektiv dran machen, weil sonst kriegen wir den nicht mehr auf die Kamera. Geil. Zack. Petri, der war echt schön. Wow. Vielen Dank. Nächster Fisch. Ich meine, man kann natürlich die ganze Zeit auf dem Boot sitzen und basteln. Oder man wirft ein bisschen aus und fängt einfach ein paar Fische. Genau, richtig. Wieder eine schöne Kirsche. Also wenn ihr mal dran riechen wollt, bevor ich ihn reinlasse, dass ihr wenigstens mal so ein Gefühl habt, sagt da Bescheid. Na, siehste, geht doch. Was ist es? 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 Oh, schöne Barsch. Oh. Gute Teil, gute Teil. Oh. Wow. Der ist ja fast so groß wie meiner. Ja. Wow. Schöner Aslan. Ja. Gut, nehmen wir mit. Nicht schlecht, oder? So scheiße angelt der Murat gar nicht, wie du es erzählt hast. Genau, er hat ja von den Besten gemacht. Super. Mega. Gut, machen wir noch ein bisschen länger jetzt. Nee. Wie, nee? Knallt doch jetzt. Guck mal, ey, meine Altenpflegerin kommt gleich. Deine Altenpflegerin? Ja, natürlich. Ja, wir können dich auflegen hier. Boah, hast du den noch mehr hinterher? Boah. Also, ich will nicht sagen, du hast den Kleinstoff geflogen gerade. Da kam eine richtige Maschine noch hinterher. Hast du gesehen? Fisch. Abend ist hier noch mal wirklich Barschmassaker. Also schnell wie es angefangen hat, ist es auch schon wieder vorbei. Ich glaube, man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Und dementsprechend Feierabend.
Feierabend. War ein ganz schön anstrengender Tag, Muri, oder? Ja, ich bin ein bisschen müde, aber ja, okay. Ich meine, du hättest heute alles klar machen können, ja? Du hattest einen Biss über dem Berg und da stehen eigentlich nur große. Ja, es lag ja nicht an mir, ich hänge einfach nicht. Wenn du dir morgen ein wenig mehr Mühe gibst, dann könnte der Tag auch ein wenig besser werden. Ich habe heute richtig am meisten Fische gefangen. Du hast auf jeden Fall den größten Barsch gefangen, der war schon sehr gut. Danke. Also sagen wir mal. Aber deiner war auch nicht zu verachten. Sagen wir mal so, wenn Fred sich morgen ein wenig mehr Mühe gibt, dann. Oh. Das hat er gesagt, nicht ich, Fred, falls du siehst. Nee, morgen wird es super. Wir haben eben nachgeschaut, es soll ein bisschen regnen am Vormittag. Ja, aber höchstens 90% Regenwahrscheinlichkeit. Aber dafür wird es knallen, letztendlich. Wir haben so gute Fische auf dem Echolot gesehen, es lag nicht an uns, die Mäuler waren einfach zu. Auf jeden Fall, ich hoffe, du hattest einen schönen Geburtstag. Ja, danke nochmal. Ich wurde wirklich umherzt und um garnt und gekocht und einen Kuchen und alles. Würde ich sagen, mega. Mega. Dann bis morgen. Bis morgen. Gute Nacht. Ich glaube, im ersten Mal in unserem Leben, ja nicht in meinem Leben, aber in dem Leben, was ich mit Victor bestreite, sind wir früher als die anderen da, oder? Warte, ich bin immer früher als die anderen. No. Aber wir sind früher als Fred. Was soll denn das, Fred? Echt mal, das kann nicht sein. Also da bin ich jetzt wirklich enttäuscht. Leute, das ist der Trick. Weil die nächsten 200 Jahre, immer wenn wir zu spät kommen werden, werden wir immer aus der Schublade holen. Weißt du noch damals, Fred? Als wir 20 Minuten schon vorher da waren und gewartet haben und gewartet und wir hatten schon uns Sorgen gemacht, wo du nicht da warst? Absolut. Und gestern stand er hier so, weil wir eine Minute zu spät waren. Was jetzt bedeutet, wenn er jetzt kommt, dann gibt es richtig Ärger. Richtig. Okay, mal sehen, was er jetzt sagt. Er sagt bestimmt, ich warte die ganze Zeit auf euch. Moin, Mädels. Morgen. Was ist los? Zu spät? Das ist mein Kaffee. Das ist dein Kaffee. Den haben wir geholt. Aber wir sind ja schon seit Viertel nach hier, deswegen. Das ist also egal. Viertel vor neun, mein Freund. Wie Viertel vor neun? Nicht so wie gestern, wo ich eine Stunde warten musste. Ja, Quatsch. Einen wunderschönen guten Morgen, Fred. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Wir haben den Kaffee mitgebracht. Ich habe nicht gut geschlafen. Warum denn nicht? Weil wir nicht in deiner Nähe waren. Nee, Victor hat mir gestern so unter Druck gesetzt. Gestern Abend noch via WhatsApp ein Foto. Das tut mir voll leid. Das Problem ist, wird noch schlimmer heute. Ja. Nur der frühe Vogel fängt einen Wurm. Aber auch wieder geil. Der Plan ist natürlich, wir fahren jetzt zum Spot und werfen. Und ich zähle 1, 2, 3, 4 Routen, die schleppen. Na, erstmal gucken. Erstmal gucken, okay. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt läuft die nächsten 2 Stunden. Ich glaube, wir testen einfach mal alles aus, was funktioniert. Wir müssen sämtliche Stunden des Wetters, des fischbaren Wetters mitnehmen. Und solange Fred nicht sagt, ist doch scheiße, es ist scheiße heute, solange ist es ein perfekter Tag. Solange haben wir immer noch eine Chance, was zu fangen. Und außerdem, Großgewässer ist kein Kindergarten. Ist wie die Großraumdisco. Das ist auch kein Kindergarten. Ja! Oh, das ist der erste Fisch, Leute! Wow, nach 10 Minuten! Und Muri, holt ihn raus. Diesmal verliert ihn hoffentlich nicht. Oh, denkt nur schön bereit. Ja! Yes! Schöne! Mega! Das war ein Fail. Geilo. Ja. Geil. Ah, yes. Yeah. Fred. Geilo. Packen wir die Geheimwaffen aus, dann geht's auch. Yippie. Fred. Yeah. Dankeschön. Beruhige dich. Einmal war die Krute rum, Leute. Wir wissen aber nicht, weil keine Schläge sind, ob es überhaupt ein Fisch ist oder ob es Kraut ist. Ist ein Fisch, da ist ein Fisch. Da ist er ja schon. Oh. Hat er überhaupt nicht geschlagen, ne? Nee. Nur reingehauen. Wahrscheinlich kannte der dich schon und dachte, okay, lass ich mal lieber gleich einkurbeln, wa? Wo ich ihn noch echt mache, ich bin ja nicht mit. Yuppie! Yeah! Teddyboy! Der ist fast so groß wie mein Köder, Leute. Ah. Wow. Wie du.
Und, habe ich dir gesagt? Fisch. Ah, Lichter wow. Hängen, ja. Ja. Yes. Geil. Wow. Oh. Murat, zur Teige. Leute, ich möchte nichts sagen. Müssen den Kescher breit machen, da ist noch der Drilling drin. Traut, guck mal, welche Tiefe wir sind. Mach mal Ankerfunktion. Bist du sicher, dass das Fisch ist? Ach. Ja. Egal, wenn, ist es ein geiles Gefühl. Das ist die Hauptsache. Was mit dem hier? Rute. Okay, dann müssen wir mal kurz das Stopp machen. Ah, ist doch egal. Hauptsache Doppeldrill, Kraut. Doppeldrill, Leute, yippie. Ach, deswegen kam der Hecht jetzt auch wahrscheinlich, ne? Nee, der war noch ein Tief, war genau vor der Kante. Ja, okay. Oh, PB. Kann man nichts machen. Gefühl war trotzdem gut. Wow. Seht ihr, wie die Troll sich biegt? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Okay, also wir haben jetzt das Ding hier 2 Tage geschleppt. Hier ist ein kleiner Einschlag drin. Hier vorne. Hier, ne, oder? Was würdest du sagen, Fred? Okay, ich würde sagen, wir sollten noch mal zu einer Großfischzeit wiederkommen, weil es hat einfach nicht geklappt. Ich kann es mir nicht erklären, warum nicht. Also nächstes Mal überdenken das System, vielleicht ein bisschen hier was reinmachen, so Blei oder so, da vorne, so sollen wir überlegen, dass das Ding auf Tiefe kommt und dann versuchen wir es noch mal. Okay Leute, also Hechte wollten nicht, deswegen machen wir das, was eigentlich am besten funktioniert hat, nicht Barschangeln. Zum Abschluss, weil wir haben noch 2 Stunden Weißzeit, die wollen wir noch mal richtig nutzen, zu eskalieren. Richtig, Leute? Richtig. Schön, endlich wieder die kleinen Barsche. Was heißt klein? Oh, ist ein schöner Barsch. Super. Geil. So, ich hab's gesagt, ich fange die großen und die kleinen. Und die mittleren. Alle. Einfach alle. Nicht wahr? Ja, ja. Klingt aber nicht so. Ja. Bobble geht, ne? Hat er gerade ein Küsschen gegeben? Hast du ihm gerade ein Küsschen gegeben? Natürlich. Mega. Geil. Wunderschön. Und Ultralight geht immer. Yippie. Auf Topwater. Ich möchte bitte die Credits von Fred haben. Fred, kannst du bitte sagen, dass doch niemals jemand hier auf Topwater am Blauer Seenfisch gefangen hat? Nie habe ich nicht gesagt, aber das ist ein Köder, der schwer geht. Das ist auf jeden Fall Anspruch genug für mich. Guter, oder? Wie Erde. Ich würde sagen, der Beste. Wie Erde. Ja. Oh. Bin der nächste, der verkackt, ne? Ey, der ist richtig gut. Topwater. Fred, du kannst ja ruhig mal ein bisschen Applaus klatschen, komm. Hey, Victor, ich will ein Kind von dir. Nächster Fisch. Nein. Auf Topwater. Ey, das kotzt mich richtig an. Hast du noch einen Topwater-Köder? Was, ey? Oh, ist abgegangen. Ist nicht so schlimm. Alles unter 40 ist für mich bait, lasse ich eh gleich wieder los. Nur weil ich so überdurchschnittlich außerordentlich erfolgreich bin mit einer Methode. Hast du mich gerade überworfen mit Absicht? Ist das denn ernst? Boah, nächster. Ich werde nicht sagen, mach. Boah, Junge. Mega. Und ich muss sagen, die Durchschnittsgröße bei diesen Topwater-Angeln ist wahrscheinlich deswegen so groß, weil die hier einfach noch keine kennen. Schau mal her. Was für eine Farbe hat der denn? Murat hat mir meine Rute und meinen Köder geklaut. Hab ich nicht. Hast du wohl. Muss ich jetzt hier auch sagen, God save the Queen, wenn jemand weiß? Nee, der hängt sich meistens selber auf. Okay. Ja, ich wollte mal diese wunderschöne, was ist das, Troy-Route testen. Ja, ich wollte die ganze Zeit in der Troy jagen. Also Leute, ich bin sprachlos. Muri hat jetzt eine halbe Stunde den Köder geworfen, hat einen Fisch bekommen. Und guckt euch an. Ich klau ihm die Rute. Angel damit. Fange nichts. Er nimmt die Rute und fängt wieder. Dummsten Bauer erntet größten Tipp. Ja, will ich hoffen. Guck doch mal, schon wieder so ein wunderschöner Fisch. Außer Frage, ich habe zu ihm gesagt, Topwater ist schwierig hier. Er hat es gemacht und er fängt. Also hat er recht. Was mache ich morgen? Ich packe natürlich morgen meine Topwater-Köder ein. Ah,
es tut mir so leid, wirklich. Ich angle jetzt schon mit Absicht schlecht. Ja, werf irgendwo anders hin. Nur damit ich keinen fange. Ey. Das Lachen dabei ist so geil. Ich brauch gar nicht an. Ich hab so viel Spaß, du glaubst du gar nicht. Mann. Ha, endlich! Mega! Geil! Mein erster Topwater-Barsch. Oh, warum hast du denn jetzt schon wieder so einen Riesen? Du bist so ein Demotivator für Buri. Ich fange meinen ersten. Ich wollte dann gar keinen. Weißt du, wieder so eine Maschine da. Und dann das Lachen dabei, ne? Ja, mein Gott, Entschuldigung. Man kann ihm nie sauer sein. Mach's ja nicht mit Absicht. Schön, einfach nur schön. Geil, jetzt endlich mal der erste anständige Biss. Ich war kurz davor, die Route zu tauschen. Murat, verkack den nicht wieder. Schön. Geil, freue ich mich. Nicht so groß wie von Victor, aber der Biss war geil. Schön. Sind wir eine Maschine? Ja? Ja. Boah. In der Kleinen ist es echt noch mal geiler, muss ich sagen. Danke, dass wir die Routen getauscht haben. Wir hatten gute Zeiten. Wir waren mit dabei. Wir bleiben treu. Ey, das ist echt gut. Echt eine gute Route. Man glaubt ja manchmal Reiserouten, die vierteilig sind, aber das ist wirklich echt geil. Boah. Schön gemessen, 40 up, Leute. Auf Topwater. Mega! Boah, geil! Das ist nur ein kleiner. Muss ja ab und zu auch nochmal sein zwischendurch. Oh, schöner. Oh nein! Aber egal. Wow! Okay. Was ihr nicht mitbekommen habt, boah, ist ein guter. Dass auf jeden Fall jetzt mal eine halbe Stunde nichts gebissen hat. Und jetzt hat aber wieder einer ordentlich zugeschlagen. Und wieder ein guter und wieder auf Topwater. Wow, ist ein großer. Also ich würde sagen, der ist weit über 40. Auf Topwater. Kann eigentlich nicht mehr besser werden. Und ich würde ja sagen, den machen wir mal ganz schnell in den Eimer. Im Eimer ist Wasser drin. Wir hatten einen geilen Tag, geile zwei Tage. Muri, leider, das ist wirklich auch die Schattenseite an dieser Tour, haben wir auf unserem dicken keinen Hecht gefangen, aber das wird noch passieren. Wir werden es weiter versuchen. Es muss irgendwo diesen 1,50 Meter Hecht geben. Wir werden ihn fangen als allererstes. Aber diese Aktion, die letzten zwei Stunden, war nochmal mega geil. Das war wirklich richtig cool, hat mir richtig Spaß gemacht. Dank Fred haben wir die Barsche gefunden, große Barsche gefunden. Wenn ihr mal eine Tour bei Fred buchen wollt, könnt ihr das ruhig machen. Genau. www.plauersee-angeltouren.de oder einfach meinen Namen googeln. Genau, schaut mal vorbei und bucht was. Ansonsten bei Muri vorbeischauen. Er möchte jetzt auch Influencer werden, hat er gesagt. Ja, ab morgen. Auf Instagram. Es war eine geile Tour. Wir angeln jetzt noch ein bisschen weiter. Aber ihr müsst jetzt ins Bett chillen. Also, gute Nacht, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Fred. Tschüss. Yuppie.